mich als Geisel mit, bitte? Nein, unsere Arbeit ist uns heilig. Ja, aber ich... Entschuldigt, dass wir euch aufhalten, Hochwürden, aber unser lieber blinder Vater liegt im Sterben. Wir brauchen also einen Priester, der ihm die Beichte abnimmt. Das trifft sich aber schlecht, mein Sohn. Ich darf keine Beichte abnehmen. Ich bin ein protestantischer Herr Pfarrer. Protestierender Pfaffe kann das auch, ja? Hast du kapiert? Oh. Nein, bitte, lass mich in Ruhe. Nicht doch, halt die Lungen still, dir passiert ja nichts, Rauschebart. Wer bist du denn? Ich bin ein berühmter Hirte. Dann geh wieder raus zu deinen Schafen. Mit mir ist es sowieso aus. Ich bin ein Seelenhirte, mein Gutso. Deine Söhne haben mich gebeten. Ach was, ich habe keine Söhne. Na nu. Ja, wer sind denn sonst diese drei ehrenwerten Seniores da draußen? Hurensöhne vielleicht, meine sind es jedenfalls nicht. Die Schweine haben mich ja nur so zugerichtet, weil sie rauskriegen wollten, wo das Gold ist. Diese Verbrecher. War das viel? Ich meine das Edelmetall, von dem ihr sprecht. Ja, das ist viel. Auf drei beladenen Maultieren wurde es transportiert. Über $1 Million. Jetzt ist es unter der Erde versteckt. Entlaste dein Gewissen. Gib es der Kirche. Denke doch mal, wie vielen Armen geholfen werden könnte, wenn wir es mit segnenden Händen verteilen und das Volk. Also gut, hör zu. Komm etwas näher. Ah, warte einen Augenblick. Ja, ich warte. Gut, gut. Was ist denn das? Ja. Warum macht dieser Scheißpfaffe so einen Krach? Bei dem Lärm verstehen wir doch kein Wort von der Beichte. So, jetzt befreie dein Gewissen. Das Gold gehörte dem Gouverneur von Sonora und er wollte nicht, dass es in die Hände der Revolutionäre fällt. Darum habe ich es versteckt. Er wollte unbedingt, dass es von einem Blinden vergraben wird. Aber dann weißt du doch auch nicht, wo du es vergraben hast. Ich meine, wenn du blind bist, ne? Ich kann zwar nicht sehen, aber hören kann ich noch ganz gut. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir in einem verlassenen Dorf gewesen sind, in Piedras Negras. Nur ein paar Tage später ist der Gouverneur erschossen worden. Aber das Gold, das liegt immer noch an derselben Stelle. An derselben Stelle? Piedras Negras ist groß. An welcher Stelle also? Die genaue Stelle, wo es liegt, kann ich natürlich nicht beschreiben, aber ich kenne einen Mann, der müsste etwas mehr darüber wissen als ich. Und wer ist das? Wer ist das? Versuch dich zu erinnern. Überleg doch mal. Du würdest vielen Armen helfen. Das ist ein gewisser Lozoya, aber der Bursche sitzt im Gefängnis von Yuma. Der soll aufgehängt werden. Oh, raus mit der Sprache. Was hat der Alte gesagt? Ich würde euch gern helfen, aber die Beichte ist geheim. Drum geht mit Gott, aber geht. Und sieh dir das mal an, Pfaffe. Entweder du redest oder wir machen genauso einen Sieb aus dir. Dann Ruhe ins Ring, mein Sohn. Du hast die Ruhe verdient. Jetzt nach Yuma. Das Gebäude rechts ist das berühmte Gefängnis. Sicher schon was gehört, was? Ich wiederhole, Mr. Henry Davis, 142 Wall Street, New York. Erwerben Sie bitte Aktien der Autofabrik Ford im Gesamtwert von $100.000. Und das soll ich abschicken auf dem üblichen Weg? Wieso, was ist? Ich meine, halten Sie das für eine falsche Investition? Nein, ganz im Gegenteil. Die frommen Kirchenherren haben eine gute Nase für Geschäfte. Tja, das ist die göttliche Eingebung. Wer ist dieser Mann da? Der verklemmte Reiter, kennen Sie den? Ja, das ist unser neuer Sheriff. Er ist sehr gefürchtet. Gefängnisausbrüche enden bei dem immer so. Sieh an, sieh an. Dann scheint er ja richtig was im Kistchen zu haben. Thank you.
Kelly. Sind Sie Sheriff Rendell, Boris Rendell? Nein, das bin ich nicht. Das ist der mit dem Steifen da. Ach so. Sheriff Rendell, ich bin Mary O'Donnell. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich habe Sie erwartet. Ihr Telegramm ist gestern Nachmittag angekommen. Setzen Sie sich doch auch hin. Danke, ich stehe lieber. War das ein Unfall? Hoffentlich nichts Schlimmes. Das werde ich leider nie mehr los. Mhm. Also, kommen wir zum Geschäft. Also gut, wie viel? Wofür? Sagen wir, um einem Gefangenen zur Flucht zu verhelfen. Ist das ein Freund von Ihnen? Das weiß ich nicht, ich habe ihn noch nie gesehen. $500, wenn es ein normaler Verbrecher... In Mexiko ist er ein Held. Er heißt Ramon Mendez, bekannter unter dem Namen El Salvador. Je bekannter die Person, desto höher der Preis. Sagen wir $1,000, im Voraus zahlbar. Ach so. Und woher weiß ich, dass ich mich auf Sie verlassen kann? Sie haben ja keine andere Wahl. Sie rufen hier aber ziemlich harte Kurse auf. Nicht nur das ist hart an mir. Habe ich Sie doch richtig eingeschätzt. Sie sind Irin. Was haben Sie für ein Interesse an den Mexikanern? Das ist meine Angelegenheit und das hier ist Ihre. Haltet euch für heute Abend bereit. Aha, flüchtet wieder einer, ja? Ja, und es gibt auch wieder ein Kopfgeld. Wir werden uns an den Hügeln mit den drei Kreuzen treffen. Diese Gefangenen sind einträglicher als eine Goldmine. Ihre Freunde zahlen jede Menge, um sie rauszuholen, und die Regierung setzt Kopfgelder aus. Tot oder lebendig? Tot, Kelly. Niemals lebendig. Tote können nicht so viel aus dem Munde herauslassen. Pass drauf, Mensch! Interessante Neuigkeit, Chef. $100,000 sind geklaut worden. Und wo? In einer Kirche unten in Dorset. Das Ganze ist während einer Hochzeit über die Bühne gegangen. Wie viele Banditen? Ein einziger, wie üblich. Es war wieder mal der Russe. Verkleidet als protestantischer Pfarrer. Aha, sieh an, sieh an. Das heißt also, dass mein lieber Herr Vetter wieder mal aufgetaucht ist. Dem Kerl verdanke ich meine Halskrause. Tretet näher, Herr Hirte, bitte sehr. Ich würde vorschlagen, dass ich zuerst reingehe. Dieser Lozoya ist eine unwahrscheinlich gewalttätige Type. Nur vor mir hat er Respekt und ist sanft wie ein Lamm. Ja, das Lamm hat ausgeschlagen. Grüß Gott. Ich bin hier angetrabt, um einem dem Tode Geweihten die Beichte abzunehmen. Bereite dich vor, mein Sohn. Willst du Pinguin mir den Appetit versauen? Das ist meine letzte Mahlzeit. Es ist aber auch die letzte Gelegenheit, deine Seele zu reinigen. Und da dürfte es ja wohl einiges zu reinigen geben. Oh, Herr, bitte verleih mir die Kraft, diesen Sünder zur Buße zu bewegen. Verzeiht die kleine Bohne. Amen. Amen. Nanu, was war denn eben? Ich war eben. Auch ein nichtsnutziger Bandit kann seine Seele retten durch eine gute Tat. Was ist denn eine gute Tat? Will ich dir sagen, du könntest den Armen etwas spenden. Den Armen? Wieso, bin ich etwa reich? In ein paar Minuten habe ich nicht mal mehr das Leben. Aber du weißt doch bestimmt, wo das Gold versteckt ist. Pinguin, ich habe Bohnen in den Ohren. Was hast du eben gesagt? Ich rede vom Gold des Gouverneurs von Sonora. Sag mir, wo es ist, und dir wird eine Schlafstelle im Himmelreich sicher sein. Der Scheißhimmel ist mir zu kalt, ich will in die Hölle. Mein Sohn, du versündigst dich. Quatsch, da gibt's wenigstens Huren und ich habe viel Zeit da unten. Du würdest mit zerschlagenen Knochen ein. Und da ist man ja nicht mehr so beweglich, und deshalb siehst du mich bewegt. Na gut, überredet. Also, was ist mit dem Gold? Tja, ich... Also... Als ich 13 Jahre alt war. Ach, die Jugendsünden seien dir vergeben. Reden wir von dem, was gestern war. Merkwürdig, ich habe so sagen hören, wenn man ein Bad nimmt, dann wäscht man sich nicht nur den Schädel, sondern man fängt bei den Füßen an und geht immer weiter rauf. Und wenn ich meine Seele sauber machen soll, dann muss ich doch auch bei meinen Füßen anfangen, stimmt's? So soll es sein. Dann soll's so sein.
Also, wo war ich noch stehen geblieben? Als ich 13 Jahre alt war, da hat mir irgendein Schwein eine Tortilla gestohlen. Aber ich habe sie ihm dann wieder weggenommen. Das ist doch keine Sünde. Ich habe die Sau erschossen. Das zählt zu den kleinen Sünden. Aber fahre doch fort. Na gut. Und als ich 14 Jahre alt war, da hat mal einer Bahnhofspenner zu mir gesagt, stell dir mal vor, das zu mir. Und dann hast du ihn auch umgebracht. Tja, woher weißt du denn das? Weißt du, in meinem Beruf erkennt man die Menschen und ihre Schwächen. Aber bitte schweif nicht in die Ferne, beichte. Ja, und als ich dann 15 Jahre alt war, da... Wie alt bist du denn jetzt, Losoya? Warte mal, 47. Einen recht schönen guten Tag, Sheriff. Guten Tag, Direktor. Na, was gibt's Neues? Tja, heute Nacht gibt's wieder ein Taubenschießen. Hier ist Ihr Anteil. Nanu, das ist ja das Doppelte als sonst. Das wird er wohl wert sein. Irgend so ein mexikanischer Freiheitsheld, El Salvador. El Salvador? Aber der ist doch schon seit 6 Monaten tot. Wen interessiert das? Er verschwindet trotzdem. Soll er von den Toten wieder auferstehen? Das wird zu umständlich. Wir lassen einen anderen laufen. Alle Mexikaner sehen sich ähnlich und die bezahlt, die kennt ihn überhaupt nicht. Außerdem, wenn sie ihn zu sehen bekommt, wird er etwas schwermütig blicken, weil er den Kopf und den Bauch voller Blei hat. Aha. Augenblick, ich werde mal nachsehen. Wen haben wir denn da? Ah ja, der hier. Das geht. Das ist ein gewisser Losoya. Er ist sowieso zum Tode verurteilt. Wann er den Hinterzug kneift, ist egal. Am besten, Sie gehen zu ihm und erklären ihm die Einzelheiten. Dann kommt er nicht auf dumme Gedanken. Und dann die beiden. Den habe ich mit meiner Machete den Bauch aufgeschlitzt. Bing, bing. Und die drei anderen, die habe ich mit meinen bloßen Händen erwürgt. Ja, und dann... Na, da haben sie mich am Arsch gehabt. Berufsrisiko. So, jetzt habe ich mir aber die Absolution verdient, oder? Die Absolution hast du dir erst verdient, wenn du mir das mit dem Gold gesagt hast. Von Gold weiß ich nur, dass die Morgenstunde es im Munde hat. Das schwöre ich dir, Pinguin. Und wenn dir ein zum Tode Verurteilter kurz vor seinem Tode etwas schwört, das wirst du ihm doch wohl glauben. Mein Sohn, reich mir dein Patschhändchen. Das Rechte, wenn's geht. Das kann doch dein Ernst nicht sein, dass du als Krüppel im Jenseits ankommen willst. Ich weiß nur, dass der Gouverneur, als er wusste, dass er erschossen werden sollte, 2 Männer zu Präsident Diaz geschickt hat. Und die beiden Männer sollten dem Präsidenten flüstern, wo er die Beute versteckt hat. Aber aus Angst, dass ihn die beiden vielleicht übers Ohr hauen, hat er jedem Einzelnen nur eine Kartenhälfte gegeben. Wozu denn dieses? Die beiden hätten nur ihre Karten zusammenlegen. Nein, so dumm war der Gouverneur natürlich nicht. Man konnte nämlich aus der Karte nur sehen, wie man zu dem Versteck hinkommt, weißt du? Aber wo das Zeug liegt, ging nicht raus hervor. Das wusste nur der Gouverneur und der Präsident. Nee. Und es stinkt mir mächtig, dass du das jetzt auch weißt, Pinguin. Die beiden, die die Karten haben, die wirst du doch aber sicher kennen. Und weshalb sollte ich dir das sagen, hä? Du falscher Pfaffe, du kannst dich ja noch nicht mal richtig bekreuzigen. Ich hab gleich gewusst, du bist so falsch wie eine Schlange, das habe ich dir gleich angesehen. Du kommst wohl auch nicht sehr viel weiter, lieber Vetter. Was, du? Eine tolle Erfindung, diese Elektrizität, nicht? Aber mach dir keine Sorgen, das ist erst der Anfang. Das wäre doch ein viel zu gewöhnlicher Tod für einen russischen Großfürsten. Steck ihm mal das Kabel in den Mund. Darf man mal stören, Sheriff? Das Mädchen ist abgerauscht. Wenn wir uns nicht beeilen, kommen wir zu spät. Dann unterbrechen wir hier. Aber wir machen das später weiter. Und ich werde dabei bleiben, bis dein Ofen aus ist. Lass mich schlafen, ich werde erst beim Morgengrauen aufgehängt. Quassel nicht, komm hoch, die warten draußen auf dich. Die warten draußen auf mich? Was? Wer wartet auf mich? Der dafür bezahlt hat, dass du hier türmen kannst. Was ist ich? Da steht kein Wort, ich. Hier geht's lang. Dahinter steckt doch sicher dieser Pinguin, der falsche Pfaffe, der gestern bei mir war. Hm? Na, da bring mich mal hin, der wird sich wundern. Du sollst hier türmen, weiter nichts.
Wenn ich das mache, dann mache ich das auf eigene Kappe. Ausgespuckt, dass ich hier aus dem Knast verschwinde. Was ist das für eine Falle, die du mir da gestellt hast? Ich verstehe kein Wort, was du da faselst. Ich habe damit bestimmt nichts zu tun. Du bist nicht meine Falle wert, du Eierdiener. Ich kann mich selbst ausgekotzen, dass ich dich hier befreien muss. Aber du bist ja der Einzige, der weiß, wie dieses verdammte Nest heißt, wo das Gold liegt. Ja, richtig. Und du weißt, wer die Karten hat. Ich finde es genauso ekelhaft, dich als Partner zu haben. Aber leider wird uns nichts anderes übrig bleiben. Ich, der Pfaffe, könnte gar nicht so schnell denken. Halt die Jacke. Du gestattest. Ich möchte erstmal meine Schulden bezahlen. Was für Schulden? Für die Abrefusion. Erst 4 vor und... Oh, warte, du Scholz! Nee, nicht. Hier. Also, was ist? Na du? Es wird aber auch langsam Zeit. Sie erwarten dich beim Hügel mit den 3 Kreuzen. Du musst an dem verlassenen Haus vorbei. Gar nicht zu verstehen. Ich hab da drüben ein Geräusch gehört. Was? Wo? Los, rauf. Ich schaff's wohl nicht. Dieses Gefängnis hat mich zum Wrack gemacht. Das macht mein Kreuz nicht mit. Nee! Loslassen! Du wag das nicht nochmal, du Schwein. Was ist? Was soll ich nicht wagen? Wir Mexikaner sind richtige Männer, merkt ihr das? Und einem richtigen Mann fasst man nicht an den Arsch. Der hat gar keinen, ist das klar? Ja, völlig klar. Ja, hoffentlich. Ja, ich dachte mir, wenn du keinen hast, dann ist das ja nur als Tritt in die Hose zu verstehen, nicht wahr, Senior 111723? Warte, bleib stehen, ich kann nicht mehr. Ich bin ja ganz außer Atem. Ich kann auch nichts mehr sehen. Ich bin ja keine Fledermaus. Was heißt hier Fledermaus? Ein Hase musst du sein, und zwar mit ziemlich viel Pfeffer im Hintern. Los, keine Müdigkeit vollschützen. So, es geht los, da kommt er. Er wird sich wundern. Er denkt, hier steht der Weihnachtsmann, stattdessen gibt's ein Tütchen Blei. Nein. Nein, halt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann keinen Schritt weiter. Oh, meine Pumpe. Was heißt Pumpe? In deinem Alter hat man doch noch jugendlichen Schwung. Ja, meinst du? Das würde ich doch sonst nicht sagen. Also, weiter. Na, wo willst du denn hin? Na, wir sollen doch hier lang, zu dem Hügel mit den 3 Kreuzen. Ihnen gefallen tun wir Ihnen nicht. Wenn wir nämlich da lang gehen, dann stehen da bald nicht mehr 3, sondern 5 Kreuze. Ich kenne doch den Sheriff, das falsche Ass. Ich werde mir selbst vornehmen. Nicht schießen, Sheriff, das ist Joe. Und wir, das ist... Was zum Teufel suchen Sie hier? Der Russe ist auch verschwunden. Der Mexikaner hat mich zusammengeschlagen und ihn dann rausgeholt. Wenn der Russe dabei ist, kommen die niemals hierher. Hey, Moment mal, ich hab doch meine Brille auf. Aber wenn ich richtig sehe, dann seid ihr doch 2. Wer von euch ist El Salvador? Na los, wird's bald. Wer ist Salvador? El Salvador. Er hier ist das, Jenner. Schön, aber wer sind Sie dann? Der Bursche, das... Ich bin Großfürst Dimitri Vassilowitsch Orlowski, militärischer Berater in seinen Diensten hier. Was? In meinen was? Ich sagte in euren Diensten, aber nicht mehr lange, wenn wir hier nicht bald verschwinden. Ja, aber ich habe nur 2 Pferde. Ich bin gar nicht darauf vorbereitet, aber das macht doch nichts. Im Turnier schaffen wir das. Ja, ja. Für 3. Hey, du. Du, mit der Roten reite ich. Ist dir das klar? Ja, aber selbstverständlich. Alles gut. Hey, Signorita. Darf ich Ihnen eine hilfreiche Hand reichen? Bitte schön. So. Allein. So, das muss sein. Ja. Ja. So. Thank you.
Sinn! Das sind zu viel! Ich glaube, wir können Sie im Moment ruhig Ihrem Schicksal überlassen. Wir brauchen noch ein paar Männer und ein paar Reservepferde. Los, zurück geht's, Jungs! Sie uns eigentlich rausgeholt? Um einen großen Volkshelden nach Mexiko zurückzubringen. Das mexikanische Volk braucht diesen Mann, um nicht in Lethargie zu ersticken. Wenn ich solche geschwollenen Sprüche höre, dann fliegt mir doch die Feder aus dem Hut. Bevor wir über die Grenze gehen, machen wir in Holbrook Station, um die Pferde zu wechseln. Mhm. Ich freue mich schon so auf den 2. November. Das wird der schönste Tag in meinem Leben. Wieso denn das? Beginnt da der Sommerschlussverkauf? An dem Tag werden wir in San Tomas sein. Was die treiben, wenn sie ihren El Salvador wieder haben. Er gehört zu ihnen wie Knoblauch und Paprika. Ah, sie werden ja selbst erleben, was die Mexikaner dann treiben, wenn sie ihn sehen. Das wird fast eine Revolution geben. So? Hey du, Salvator. Salvador. Meinst du mich? Ja. Hast du gehört? Mexiko braucht dich. Wir reiten nach San Tomas. Da wirst du eine Revolution auslösen, sagt die Feuerbiene. Ja, am 2. November sind wir da. Wenn das mal nicht in die Hose geht. Der 2. November ist noch Totensonntag. Mhm. Wir werden unseren El Salvador zurückbringen. Ja, Salvador gehört den Mexikanern. Viva Mexiko! Mexiko! Viva El Salvador! Möge ihn die heilige Jungfrau beschützen. Ach, verzeihen Sie, ist hier eine Nachricht für mich angekommen? Mein Name ist Mary O'Donnell. Ach ja, ich glaube ja, ein Telegramm aus New York ist angekommen. Und dann noch eine Überweisung in Dollar. Das habe ich aber in der Kasse. Gratulation. Alle Zeitungen fragen nach neuen Berichten und neuen Fotografien über El Salvador. Wird er in Mexiko vor Gericht gestellt werden? Sie wünschen? Mein Name ist Mary O'Donnell. Ja, sofort, Miss O'Donnell. Die Zähne gehen, die Zunge ein bisschen belegt. Sieht nach einer Halsentzündung aus. Hm? Hm? Oh. Sonst ist er ja ganz gut im Futter. Die sprechen auch. Du bist wohl nicht ganz dicht, Meister. Meine Schenkel sind nicht im Preis mit einbegriffen. Ich bin schwach auf der Pupille. Ich taste mich durchs Leben. Ich brauche wieder mal eine Brille. Das gerne verschreiben. Steck die Zunge raus. Hier, du Idiot. Ja, so. Ah, der hat's auf der Leber. Der säuft zu viel Benzin. Tja, und dann leide ich noch unter starker Schlaflosigkeit. Nehmen Sie abends eine von diesen Tabletten. Mhm. Meine Schlaflosigkeit ist aber wirklich erschreckend stark. Ich werde alle Tabletten nehmen. Ach, haben Sie da eine Gazette? Ich wische mir nur einen Fleck von der Jacke. Ich wollte gerade mal zu El Salvador. Ich möchte nämlich nicht, dass man ihm vielleicht alte Pferde andreht. Dann sehen wir doch beide mal nach den älteren Pferden. Ja, gern. Aber vorhin wollten Sie doch den Zossen für 200 Dollar verkaufen. Ja, aber ich kriege 500 Dollar Kopfgeld für so einen dreckigen Mexikaner wie dich. Das ist ein besseres Geschäft. Was soll denn? So, wir schalten einmal zur Kasse. Was wollt ihr? Ich hab dir gleich misstraut. Von wegen El Salvador. Hier, sieh dir das mal an. Was bist du, ein Strauchdieb und Mörder? Was denn? Soll ich sein? Oh, Verzeihung. Müsst doch zugeben, Jungs, ich sehe doch viel niedlicher aus als die Pappnase da. Sie
Nach Ihnen. Was ist denn passiert? Oh, die konnten sich nicht über den Preis von einem Gaul einig werden. Da haben sie den Händler erschossen und sich selbst dann auch. Naja, sowas passiert schon mal. Aber seien Sie nicht traurig, Sie finden noch andere Männer in San Tomas. Nun hatte ich mich gerade an die netten Jungs gewöhnt. Aber so ist das Leben. Die Besten holt der Sensenmann zuerst. Ich sehe mich erst mal ein bisschen um. Gebt inzwischen den Pferden was zu saufen. Wird gemacht, Sheriff. Das dürfte auch auf das Konto des Russen gehen. Das waren Mexikaner. Seine Hoheit benutzen selten Handfeuerwaffen. Ist ja noch warm, die sind höchstens eine Stunde tot. Mhm. Also beeilen wir uns. Noch eine Stunde und Sie sind in Mexiko. Waren das auch Mexikaner? Ich denke, nein. Das sieht eher nach dem Russen aus. Er wird irgendein starkes Schlafmittel in das Wasser geschüttet haben. Schneller und lass dich nicht so ziehen. Das müssen Sie ihm auf Spanisch sagen. Jetzt sind wir nämlich in Mexiko. Aha, vamos, no te fa tirar. Ja, jetzt hat's der Gaul ganz deutlich verstanden. Ach, schwing Kullerpfirsich, die greife ich mir heute noch. Lass das lieber, die ist Jungfrau und katholisch. Willst du damit sagen, dass die sowas nicht kann? Wie es lang geht, das wird sie schon wissen. Nur du wirst sie nicht rumkriegen, davon verstehst du nichts. Was muss ich denn da machen? Sag mir das gefälligst. Du bist doch schließlich mein militärischer Berater oder was sonst. Also schön, ich helfe dir, aber zuerst musst du mir sagen, wer die beiden sind, die die Karten haben. Einverstanden. Ich werde dir sagen, wer das ist. Dann gib mir deine Hand, damit du nicht lügst. Nein, 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 den rechten Flügel will ich. Manolo Orozco di Medina. Und Thomas Gomez di San Miguel Aguirre. Na, und was soll ich jetzt machen? Na? Zunächst mal musst du dich waschen. Denn du stinkst. Besonders unter die Ärmel. Nein, das bin ich nicht. Das ist der Zosse hier. Nun komm, so brammig können Pferde gar nicht stinken. Und noch was. Du musst dir den Pony da oben ein bisschen peitschen, sonst hält man das für eine Lokusbürste. So alles echt. Ja, ja. Und drittens, du musst dir am besten was von der Liebe im alten Griechenland erzählen. Ist das eine Sauerei? Na, selbstverständlich. Das klingt ganz entzückend. Ja, ein altes Familienerbstück. Das hat mir mein Onkel, der Großfürst Nikolaus, geschenkt. Nikolaus, ein schöner Name. In Russland heißen alle Großfürsten Nikolaus. Warum sind Sie eigentlich aus Russland weggegangen? Ich habe was gegen Schneeschippen. Ist das der einzige Grund? Das russische Roulette stört mich auch. Sie hätten da bleiben sollen. Russland braucht solche Männer wie Sie. Hier werde ich aber mehr gebraucht. Das sehe ich doch an Ihnen. Sie sind ja schon ganz wuschig. Ich finde, Sie könnten Ihre Ausdrucksart etwas zügeln. Das riecht ja auf einmal so stark nach Moschus. Das werde ich sein. Nanu, lassen Sie sich mal anschauen. Oh, Sie sehen ja aus wie neu. Ich hätte Sie fast nicht wiedererkannt. Sie haben sich aber fein zurechtgemacht. Ja, nicht? Mein Gesicht sieht vielleicht ein bisschen anders aus, aber mein Herz schlägt. Was haben Sie denn mit Ihrem Herzen? Ich sagte, mein Herz schlägt. Das ist doch ganz natürlich. Nein, ich will doch sagen, mein Herz schlägt für... Für das alte Griechenland. Es schlägt für das alte Griechenland. Für Griechenland, ja? Ja, für das ganz alte Griechenland. Dort, wo alle Männer noch Helden waren. Und die vielen schönen Frauen. Alle noch Jungfrauen. Oh.
Nein. Sieh doch mal, Muchacha, im alten Griechenland, da boten sich die Jungfrauen vor der Schlacht den Männern an, damit sie wenigstens, falls sie im Krieg fallen, etwas Nachkommenschaft im Haus haben. Auch in St. Thomas wird es eine Schlacht geben und darauf könntest du doch mit mir, ich meine, heute Nacht könntest du doch, Du willst, Auto! Deine alten Griechen kannst du dir in den Hintern stecken. Es war doch keine Sauerei. Oder warum reagiert die Braut so link? Tja, weißt du, meine Ratschläge waren genauso gut wie die Namen, die du mir gegeben hast. Was ist das? Ich hatte wohl ein Pferd getreten. Wie kannst du einen Blitz benutzen? Die Gegend wimmelt von Soldaten, die ihn suchen. Ich wollte nur für mich ein Andenken. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Du Presseeule, du bringst den doch nur zurück, damit du eine neue Geschichte für deine Zeitung hast. Aber du verschwendest deine Zeit, Schnulli. Der Typ hier ist nicht El Salvador, der Held, sondern ein ganz gewöhnlicher Mörder. Das weiß ich doch, das ist Losoya. Was soll denn der ganze Zirkus? Hey, Großfürst, was heißt Presseeule? Ist das auch wieder eine Sauerei? Das hat bloß was mit Lutschen zu tun. Die saugt sich was aus den Fingern und verkauft seine Zeitung. Das Aas hat uns aufs Kreuz gelegt. Halt! Keine Bewegung! Nehmt die Hände hoch! Aber Ali! Die man aus der Haut eines frisch geschlachteten Tieres geschnitten hat, an den Pfahl bindet. Diese frischen Fellstreifen schrumpfen durch die Sonnenhitze so stark ein, dass sie ihnen das Fleisch bis auf die Knochen durchschneiden. Nein, um Gottes Willen, General Vargas, lasst sie lieber erschießen. Sie einer solchen Tortur zu unterwerfen, ist ja grauenhaft. Oh, was macht das schon? Wissen Sie, Strolche wie die beiden da fürchten diese Art von Tod sehr. Außerdem ist es eine gesunde Abschreckung für die anderen. Aber um einer so schönen Frau wie Ihnen einen Gefallen zu tun, verschone ich El Salvador und diese russischen Adligen. Ja? Ja. Sie begnadigen sie also? Aber selbstverständlich. Wie schön. Ich werde sie Ihnen zuliebe nur aufhängen lassen. Hast du gehört, was der Affe gesagt hat? Sie sind schließlich nicht nur unser willkommener Gast, sondern auch noch eine Ausländerin. Und eine Journalistin. Würden Sie mir bei einem Tässchen Tee Gesellschaft leisten? Das ist doch die Tochter einer ganz miesen Hure. Mhm. Ich hoffe, dass du unser bescheidenes Mal gemundet hast. Für diese beiden hier ist es ja sowieso die Henkersmahlzeit. Tja, dass sie hängen müssen, ist leider eine unumgängliche Formalität, an der ich auch nichts ändern kann. Der lebende Salvador würde die Ordnung im Land durcheinander bringen. Dann haben Sie einen Galgen zu viel aufgestellt. Ich mache mich nämlich dünn. Ich bin nicht Salvador. Ich bin nur ein ganz kleiner, harmloser Mörder. Es ist doch schändlich, wie die Furcht vor dem Tod so einen Helden erniedrigen kann. Hä? Ich verstehe immer, Held, was habt ihr denn nur? Ich bin ein harmloser Bandit. Hier und da musste ich mal einen umbringen, aber ich bin doch kein Held. Das Clown liegt mir im Blut. Hier, sehen Sie selbst, General. Das ist Ihr ganzer Silberkram. Wenn ich sowas sehe, kann ich mich einfach nicht beherrschen. Nein. Hey, Muchacha, sag ihm, dass ich nicht El Salvador bin. Erzähl's dem General. Ich sehe doch ganz anders aus als dieser Salvador. Los, sag ihm das, oder ich kenne mich gleich nicht mehr vor Wut. Dieser Mann ist selbstverständlich El Salvador, General. Ich schwör's Ihnen. Ja, wirklich. Und als Journalistin möchte ich auch fotografieren, wie er stirbt. Es wird ein Foto, das die Zeitungsleser der ganzen Welt interessieren wird. Denn sein Gesicht hat ja noch nie jemand gesehen. Ganz wie Sie wünschen, meine Teuerste. Abteilung! Wir haben für dich eine Spezialschlinge angefertigt. El Salvador. Ist das wahr? Ich möchte gerne meinen Hut aufsetzen. Den Russenhut! Den Russenhut! Den Russenhut! Den Russenhut! Den Russenhut? Ich habe schon gehört, dass Leute aufrecht in Stiefeln sterben, aber einen Hut? Ja, man trägt wieder Hut, jedenfalls wenn man als Russe unterm Galgen steht. Das schmeckt ganz ungemein. Einen heißen Dank. Gern geschehen. Fesselt ihm die Hände. Zu Befehl. Idiot. Los, so, ja, mein treuer Freund. Jetzt, wo wir am Ende unserer Tage angekommen sind, kannst du mir doch die Namen der beiden Männer verraten. Nein, dir traue ich auch nicht, wenn du kalt bist und stinkst. Aber dem rothaarigen Aas hast du getraut. Mit dem Pfirsichärschchen. Das haben wir nun davon. Werden sie uns gleich abschminken sollen. Aber ich wollte sie doch unbedingt verschnuspeln. Stattdessen nimmt sie dich jetzt zur Brust, aber nur als negativ. Kannst du dir auf den Grabstein kleistern lassen. Ach, sagen Sie, General, würde es Ihnen etwas ausmachen zu fotografieren? Wenn ich mit den Strolchen zusammen fotografiert werde, werde ich sicher berühmt. Und sowas braucht man ja auch als Journalistin. Aber selbstverständlich, gern. Ich habe schon alles eingestellt. Sie brauchen nur auf den Auslöser hier zu drücken. Den Auslöser kenne ich ja. Hier ist ein Messer.
Messer schneidet die Riemen durch. Von Diebstahl verstehe ich etwas mehr als ihr beide zusammen. Und lächeln bitte. Und lächeln, ja. Eins, zwei und... Ach, ich denke mir gerade, wäre es nicht eindrucksvoller, wenn ich als Truppenkommandeur mit auf dem Bild sein würde? Ja. Ja, das wäre eine besonders große Ehre, General. Ja, Moncada, bedienen Sie den Auslöser. Es ist alles eingestellt. Zu Befehl. Sie müssen aber ein freundliches Gesicht machen. Hm? Hm. So. Schnell, da hinten steht ein Motorrad. Beeil dich! Gib mir sofort ein Messer. Was für ein Messer? Ich hab kein Messer. Ach, das hier meinst du? Das ist ein Briefabnahme. Los, los! Was? Nicht doch! Das kommt nicht in Frage, sowas kann ich nicht was sehen. Was kannst du nicht sehen? Solange ich dabei bin, wird hier auf kein Pferd geschossen. Ich bin noch im Springverein. Ein feiner Zug von Ihnen. Ja, ist es. Da, ein Maschinengewehr. Aber ohne Bedienung. Deine Monatskarte hat einsteigen. Das versuche ich doch. Nein! Oh. Nichts überstürzen, ich fahre erst ab, wenn alle an Bord sind. Salvador, nimm deine Pfoten weg. Hilfe, schiff in die Prothese. Ja. Immer in die kleinen Dünnen. Hinterher! Gratuliere! Salvador selbst hätte dich besser gekonnt. Warum zum Teufel hörst du nicht auf mit diesem dämlichen El Salvador? Du weißt, ich bin nur ein harmloser kleiner Mörder. Für die in San Tomas bist du so eine Art lieber Gott. Hast du nie was von Salvador gehört? Wenn du am Leben bleiben willst, musst du das Spielchen schon mitmachen. Passieren kann dir dabei nichts, denn die haben den echten Salvador ja nie gesehen. Auf die Fete kannst du allein gehen, du roter Albtraum. Ich möchte das nächste Weihnachtsfest nämlich noch miterleben. Ah! Hey, bitte warte doch. Ein Ehrenmann lässt keine Dame im Stich. Wie kommst du denn auf Dame? Aber den Stich können wir später nachholen. Warte doch! Sie sind Amerikaner, also für mich ein Ausländer. Aber ich sehe nicht den mindesten Grund, warum ich mich mit Ihnen einigen sollte. Das sehen Sie doch ein, nicht? Nein, General Vargas. Das hier ist mein Grund. Diese stählerne Halskrause hier verdanke ich dem Russen. Geben Sie mir hier in Mexiko freie Hand und ich liefere Ihnen El Salvador frei Haus. Warum sind Sie eigentlich so hinter ihm her? Sie kennen El Salvador nicht? Nein. Er ist ein Verbrecher. Die Reichen sind nicht sicher vor ihm. Er hat ihre Haciendas überfallen und ausgeplündert. Er behält die Beute aber nie für sich, sondern er verschenkt alles an die Armen. Ah ja, ich habe doch schon was von ihm gehört. Dann ist es aber nicht verwunderlich, dass er vom Volk so verehrt wird. Er ist also bei Licht gesehen eine echte Gefahr für Sie. Na, dann werden Sie sich noch auf einiges gefasst machen können. Besonders jetzt, wo er mit dem Russen zusammen ist. Ich garantiere Ihnen, dass die ein ganz großes Ding vorhaben. Was halten Sie davon, Moncada? Tja, ich finde... Zu verlieren haben wir eigentlich nichts. Sie sind an dem Mexikaner interessiert und Sie kriegen ihn von mir. Ich will nur den Russen haben, und zwar lebendig. Einverstanden. Um Ihnen außerdem entgegenzukommen, will ich das Kopfgeld, das man auf El Salvador ausgesetzt hat, ein wenig erhöhen. Dem gottverlassenen Nest soll der Kerl sein? Ja. Ah, wie heißt er denn? Manolo. Manolo Mendoza. Bei dem muss man aufpassen, sage ich dir. Der ist schlau wie ein Fuchs und gefährlich wie eine Schlange. Ah, von der Sorte kenne ich schon ein paar. Aber der fängt da an, wo die Albträume aufhören. Als der geboren worden ist und seine Mutter ihn zum ersten Mal ansah, kriegte sie einen Herzschlag und war sofort tot. Salvador, lass dir nicht vom weißen Riesen auf die Finger hauen. Ach ja, richtig. Ich bin El Salvador. Recht so. El Salvador klaut nur Gut und Geld und lässt die Wäsche auf dem Feld. So ist es. Gesucht
El Salvador, 10.000 Pesos. Na, guck dir das an. Aber eins haben sie immerhin begriffen, dass ich wertvoller bin als du, du trübe Tasse. So, du wartest jetzt hier und ich gehe da mal rein und frage, wo ich Manuel Manolo Mendoza finde. Aber hier bleiben. Begeistert bin ich nicht davon, dass du allein losschleichst. Aber vergiss nicht, seinen Schatten wird man nicht los. Was ist? Hast du kein Vertrauen zu mir? Natürlich vertraue ich dir. Ich möchte nur nicht, dass dir was zustößt, wenn du allein losziehst. Aber... Zwei Tequila, für den hier und für mich. Für mich nicht, sowas ist mir zu leicht. Ach, du glaubst, das Zeug ist nicht stark? Dann werde ich dir jetzt mal zeigen, wie man einen Tequila richtig trinkt. Feucht machen, Salz, siehst du, Gläschen mit dem Kopfschmerzensaft in die linke und dann beißt man hier kräftig in die Zitrone. Aber richtig, pass mal auf, ich mach mal... Nein, erst... Du, sag mal, ich habe ein feuchtes Anliegen. Kannst du mir helfen? Wo findet man hier eine Braut? Na dann eben nicht. Gut, reden wir von was anderem, kommen wir zur Sache. Wo finde ich hier Manuel Manolo Mendoza? Beim Bergwerk. Kennst du ihn denn? Noch nicht, aber ich suche ihn und besonders mein Freund hier. Hey, Großwürst, falls du noch Tequila trinkst, trink nicht mehr als zwei. Nein, nein. Sag mal, Dicker, wie spät ist es? Du Stolz, dir werde ich helfen, mich zu beklauen. Yes. No. Ja, war ich doch schon mal. Komm her, eine Schelle gibt's noch. Ja. Alle guten Dinge sind drei. Ja, herein. Ach, seien Sie beruhigt, Mr. Callaghan. Schließlich müssen die Leute ja arbeiten, um zu leben. Und wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, dann nimmt man jede Arbeit an, egal zu welchen Bedingungen. Du kannst bei mir arbeiten, wenn du willst. Dein Lohn beträgt einen Peso pro Tag. Da unterschreib das. Hier. Aber wie soll ich denn von einem einzigen Peso am Tag leben? Ich habe eine Frau und drei Kinder, die müssen essen. Sie haben uns auch viel mehr versprochen. Peon, Mexiko ist ein freies Land. Wenn es dir nicht passt, kannst du ja verschwinden oder du unterschreibst. Diese Tagediebe, da bietet man diesem arbeitsscheuen Gesindel Arbeit an und dann ist das der Dank. Du kriegst einen Peso pro Tag, einverstanden? Ja, sicher. Ja, so der nächste. Ein Peso pro Tag, einverstanden? Dann unterschreib das hier. Nein. Du willst doch wohl nicht mehr. Doch, $1 Million. Los, Soria. Raus mit der Sprache, du weißt, wo die Kohlen sind. Du bist wahnsinnig, du weißt ja nicht, was du redest. Ich weiß ganz genau, wovon ich spreche, du Stinktier. Los, steh auf. Geh ins Büro, sonst schieße ich dir die Schädeldecke vom Kopf. Na, hör's bald. Schnappt euch den Kerl. Dreh das Wasser auf. Entweder kommt er nach oben oder er ersäuft. Ja, ich drehe. Das Schwein ab. Ja.
Na los, schießt doch! Worauf wartet ihr denn noch, ihr Bastarde? Schießt endlich! Hilf mir! Du glaubst gar nicht, wie ich mich freue, dich wiederzusehen. Ich bin nur allein gegangen, weil ich dich nicht der Gefahr aussetzen wollte, dass dir Mendoza vielleicht was antut. Der Bursche ist gefährlich. Oioi, du kannst aber schöne Sätzchen sagen. Hast du mir etwa deshalb den alten Wecker in die Tasche gesteckt, ja? Ja. Du wolltest, dass mir nichts passiert. So war's, Ehrenwort. Ich schwör's dir. Bitte zieh mich doch heraus. Es ist heiß heute. Bitte reich mir die Hand. Ich bitte dich. Die haben uns doch heute schon begrunzt. Außerdem tut dir ein Bad mal ganz gut. Du stinkst noch mehr als gewöhnlich. Na, Kleiner. Nun sag mal dem Onkel die Wahrheit. Du wolltest den doch allein sprechen. Ich? Hm? Nein, ich wollte ihn nicht. Ich lüg. Hilf mir bitte. Zieh mich heraus. Ich ertrinke. Na, schwimm doch. Ich kann nicht schwimmen. Ich saufe hier ab. Ich ersticke. Du wolltest mich doch übers Ohr hauen, Burschi. Nein, ich schwör's dir. Ja, doch, ich schwör's dir. Ich wollte dich übers Ohr hauen, jawohl. Hatte ich doch den Animus, voll Teibel. Wieso? Wo ist die Karte? Sagst du mir das jetzt? Nein, ich weiß es nicht. Lass das doch, an der gemeinen Visage ist nichts mehr zu versauen. Außerdem wird er das so nicht sagen. Warte mal, ich mach das gleich. Bestimmt, ich kenne meine Pappenheimer. Steh auf und zieh deine Hosen runter. Oh, ich wusste ja gar nicht, dass du ein Warmer bist. Aber die Karte kriegst du auch nicht, wenn du mit ihm flirtest. Kann mir denken, wo er die Karte hat. Da ist es sicherer als im Safe. Wo ist denn dieses? Die haben sie ihn auf den Arsch tätowiert. Pfui, wie sprichst du denn? Der Gouverneur ist ein ganz schlauer Fuchs gewesen. Der wusste nämlich, dass ein Mexikaner lieber stirbt, als den Inhalt seiner Hose zu zeigen. Hm? Stimmt's? So, nun zeige uns mal, ob du wirklich ein echter Mexikaner bist. Steh auf und lass dein Beinkleid runter. Du ziehst die Hosen aus, sonst schieße ich sie dir vom Fell. Ich hoffe in deinem Interesse, dass du saubere Unterwäsche anhast. Hosen sind da nämlich sehr empfindlich. Ja, das ist richtig. Igitt. Das sieht doch wirklich aus, als ob man einem Hausschwein ein Hemd und eine Hose angezogen hat. Ja, die Haut hat er, aber da setzt sich das Blaue gut ab. Südwestlich des Brunnens, aber welche Entfernung? Na, ich nehme an, das werden wir aus dem anderen Arsch erfahren. Na, zieh dich an, so steht man doch nicht da. Wie du dich hier benimmst, das ist wirklich eine Schande für ganz Mexiko. Mir wird schlecht, wenn ich nur an dich denke. Guck mal, wie er guckt. Der Kerl hat auch noch Base, du. Oh, Verzeihung. Du gehst zuerst, das steht dir zu. Nein, du. Russen haben immer den Vortritt. Aber nicht freitags, also geh schon. Ich hoffe doch sehr im Interesse der Gentlemen, dass ihr mir das Blutbad hier erklären könnt. Dann würde ich gern noch wissen, wer ihr eigentlich seid. Das interessiert einen doch. Also erzählt mal. Aber ich finde, wir unterhalten uns darüber viel besser in der Kaserne. Na, das gibt doch Fettflecke auf dem Jackett. Zurück in deine Kaserne wirst du wohl allein finden. Ja. Wer hat den Idioten denn bloß gesagt, dass ich El Salvador bin? Na, wer schon? Deine größte Anbeterin. Ach, die! Lasst euren Wohltäter mal durch! Lasst mich doch mal durch, Verflixtheit! Ruhe! Silenzio! Hört doch mal auf zu brüllen!
Halten Sie bitte mal den Fotoapparat. Was ist das? So, herzlich willkommen in Mexiko. Ja, ja. Gratuliere, Salvador. Ich auch. Es reicht aber jetzt. Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Die Leute sind außer sich vor Freude. Ja. Ich bin überzeugt, dass jeder einzelne von diesen Leuten für Sie durchs Feuer geht. Den feierlichen Augenblick will ich im Bild festhalten. Halten Sie eine Rede. Ich kann keine Rede. Es lebe El Salvador! Bleiben Sie hier. Lassen Sie mich nicht alleine hier oben. Ich weiß doch gar nicht, was ich sagen soll. Halt eine Rede. Du musst den Menschen hier jetzt irgendetwas sagen. Erzähle ihnen was von Revolution, irgendwas Politisches. Amigos, in unserem Mexiko sind alle Ausländer Söhne von... sind alle Ausländer Söhne von ihren Müttern. Eine Mutter hat jeder, nicht nur Mexikaner. Das wollen wir hier mal festhalten. Ich will sagen, dass wir alle gleich sind. Und ich bin euer Führer, denn ich klaue ja für euch. Ich werde dafür sorgen, dass alle, ich meine alle, die mal was ausgefressen haben, nicht mehr jahrelang in Gefängnissen sitzen müssen. Das ist vorbei. Moment mal, ich bin noch nicht fertig. Ruhe! Hört doch auf zu schreien, ich hab noch was. Alle Banken dürft ihr demnächst ausplündern. Was hat das Geld auf der Bank zu suchen? Ihr braucht es, die Armen sollen leben. Ist gut, was? Jeder von euch soll reich werden, denn ich gebe das Geld frei. Ihr wisst, wer ich bin. Jeder, der reich ist, muss sein Geld mit mir teilen. Das heißt mit uns. Geld und Gut für die Armen, für euch. Die Reichen sollen sich zum Teufel scheren. Es lebe die Dingsbums. Die Revolution, und wie das heißt. Klasse, hä? Es lebe El Salvador. Amigos, nun geht mal zu euren Frauen zurück. Wir sind Junggesellen. Ja, wir sind Junggesellen. Der kann ja auch nicht mehr. Höchstens husten. Augenblick mal, Augenblick. Augenblick. Was ist da der Scheiße? So kommen wir doch nie zu unserem Gold. Na, na, na. Compañeros, der große El Salvador wird jetzt alle Gefangenen befreien. Ja, die im Knast lege ich besser alleine. Ich meine, ich, mein Kompagnier und die junge Dame, wir machen die im Knast alleine alle. Ja. Wir lassen dich aber nicht im Stich. Wir lassen dich aber nicht im Stich. Nein, ihr bleibt hier. Ihr helft mir viel mehr, wenn ihr den Ort bewacht, ja. Klar? Na, dann ist gut. Ja. Also... Mein bärtiger Freund, reich mir bitte deinen Schießprügel. Mein Kumpel hier hat ein ernstes Anliegen. Das muss aber deinem Chef loswerden. Hier, halt mal. Danke. So, mach dich flüssig. Der Kerl hat doch Magengeschwüre und frisst sich hier voll. Darf ich die Herrschaften zum Essen einladen? Später, wir sind jetzt aus einem anderen Grund hier. Die Dame stellt sich selbst. Sie hat die Zollbestimmungen verletzt. Sie schmuggelt Federhalter und Darmschlüpfer ins Mexikanische. Was ist? Inhaftieren. Was ist? Sind Sie wahnsinnig? Davon stimmt doch kein Wort. Ich bin von der Presse. Ich schreibe vier Zeitungen. Außerdem bin ich Irin und katholisch bin ich auch. Ja. Wie können Sie sowas sagen? Nehmen Sie Ihre Hände von meinem Hemd. Auf diese Weise werdet ihr mich jedenfalls nicht los. Oh, ich bitte die Herren um Verzweiflung. Habt ihr einen Hintern? Knackig wie eine Filzlaus. Und deshalb wird die Rothaarige gesucht. Dafür gibt's auch ein Kopfgeld. Genau 2000 Pesos. Ja. Ach ja, und noch was. Der blonde Spargel da, das ist ein Russe, der wird doch auch von euch gesucht. Ich übergebe ihn dir. Aber den für 5000 Pesos. Hier. Dankeschön, bist ein feines Kerlchen. So. Und ich habe die Ehre, dir El Salvador in die Hand zu drücken. Für 10.000 Pesos. Ja, sofort. Bitte. Sehr freundlich. Höher. Ah ja. Hey, ihr da! El Salvador ist in Gefahr. Wenn ihr ihn retten wollt, holt ihn raus. Aber beeilt euch! Er wirft doch den Stuhl um, der Lümmel. Wo ist denn El Salvador? Wo ist er denn? Raus, aber schnell! Wo ist eigentlich El Salvador? Salvador lässt keinen im Stich. Er hat was Dringendes zu erledigen, aber ich bin ja für euch da. Und wo finden wir den zweiten Hintern? In Tulpan, aber die Straße dahin ist außerordentlich schlecht. Das schaffen wir mit dem Ding hier nie. Dazu brauchen wir Pferde. Mit der Jagdspindel sind wir gut zu Fuß und brauchen kein Heu. Dafür hat sie nur drei Räder. Ihr Beine wären sicherer. Gaul hat überhaupt keine Räder. Auch das noch, ein Dachhase von links. Adios, Lupita.
Und nochmals vielen Dank für die Pferde. Hey, Senior Fürst, das hast du hier vergessen. Nachher schimpfst du, weil du denkst, ich hab sie dir gestohlen. Nachher ist es auch eine verzauberte Uhr. Die kannst du behalten, ich schenk sie dir. Und das Motorrad schenke ich dir auch. Danke. Nun sag schon, wie heißt der andere? Da spuck du erst mal aus, wie das Dorf heißt. Sonst brennst du mir noch ein Loch in die Backe. Also gut, lass den Cheras. Ich glaub dir kein Wort. Sag mal, auf wen schwörst du eigentlich, wenn du mal schwörst? Früher habe ich auf den Zaren geschworen. Und auf wen schwörst du heute? Jetzt schwöre ich auf Ford. Ford? Wer ist denn das? Der Mensch ist im Kommen. Ich habe mein ganzes Geld in seine Autos investiert. Wenn der pleite macht, bin ich in denselben gekniffen. Zum letzten Mal. Sag mir jetzt, wie diese Stadt heißt und schwöre es bei diesem Ford. Einverstanden. Das Nest heißt Piedras Negras. Das schwöre ich. Ich schwöre es auf das Vermögen von Henry Ford. Mhm. Du bist dran. Jetzt bläst du einen ab. Horacio Villegas. Mhm. Na? Kann ich mal die rechte Kelle haben? Oh nein, nicht die. Nachher geht das Schlimme wieder auf. Du musst mir mal so vertrauen. Ich vertraue dir. Aber wenn du mich wieder angelogen hast, mache ich einen Gartenstuhl aus dir, ehrlich. Erzähl mir doch mal, wo dieser Horacio Villegas wohnt. Da wohnt er. Aha. Aber sieh dich vor, der ist noch linker als der andere war. Guck mal da. Die Kameraden, die da so verschämt lächeln, das waren alles mal seine besten Freunde. Aha. Und jetzt warten sie auf die Posaunen von Jericho, hm? Das sind die Ohrenhalter von den berühmtesten Pistoleros aus ganz Mexiko. Die sind alle an die Hirnmauke gestorben. Und sowas kommt von den Löchern mitten in der Birne. Also, von links nach rechts sind das Cuevado Chico Pilar, Pedro Silva, José Rudis, Rodriguez, genannt der Tiger, Garcia, der Schlechter, Manuel Tiopa und eine ganze Menge Nachwuchs. Aber die Jüngeren, die kenne ich nicht mehr so genau. Buenos dias. Wir hätten gern eine Auskunft, die Dunstkiepe. Wo ist der alte Villegas? Horacio er Villegas. Er liegt im Hof. Gracias, por favor, señor. Moment mal, das Handwerkszeug. Oh. Villegas! Los, komm raus, du alter Gauner! Ich weiß, dass du hier bist! Komm raus, Horacio! Wenn du Mut hast, dann zeig dich, Horacio! Ich erwürge dich mit meinen Händen, du Schweinepriester! Komm endlich raus, du Bastard! Horacio! Horacio! Du sollst... Psst, psst. Wie früher, immer wenn man ihn gebraucht hat, war er nicht da. Das Gold war also nicht für uns bestimmt. Kurz vorm Klosett ging's in die Hose. Schade, jetzt bleibt das schöne Gold unter der Erde wie der alte Villegas. Dann hat es auch für uns keinen Sinn mehr, zusammenzubleiben. Es tut mir richtig leid, dich zu verlassen, ehrlich. Hm. Mach's gut, mein Freund. Du siehst mich traurig. Oh, du stinkst schon wieder. Na? Na. Lotso. Was ist da, Nico? Darf ich dich wohl noch um einen letzten Gefallen bitten? Na, selbstverständlich. Was willst du denn? Schnall deine Töter ab. Und nun zieh dein Beinkleid aus. Och, nicht doch. Du machst doch wohl ein Scherzchen. Ich würde nicht gern einer Leiche die Hosen ausziehen. Die Untermänner wären so schnell steif. Niemals. Ich bin Mexikaner. Und ich bin ein Don Kosake. Zieh blank das Ärschlein.
Das Wasser im Brunnen ist sicher kalt. Und auf jeden Fall ist es nass und derselbige tief. Kneif voll im Schritt, was? Aha. Da haben wir es ja. 28 Schritte nach rechts und 34 Schritte nach links. Ja, es ist wirklich eine schlechte Zeit, mein Freund. Es gibt keine echten Mexikaner mehr. Erkälte dich nicht, zieh den Pupfänger wieder hoch. Hör mal zu, Lozoya. Wir wollen nicht im Bösen auseinandergehen. Zum Abschied wollen wir beide ein Schlückchen schlucken. Hier, probier das Zeug. Das ist 90%iger Alkohol, Cayennepfeffer und der Rest aus dem Benzinkanister. Von jedem ein Drittel. Gar nicht mal so gut, was? Na komm, trink, trink, Brüderlein, trink. Zier dich nicht wie eine Zicke im Milcheimer. Schluck, Junge, schluck. Das gibt den großen Liegnitzer Rausch. Ja. Wird doch nicht etwa... Ja, wer hat dir denn das Motorrad geschenkt? Das hat mir ein russischer Fürst geschenkt. Der ist mit meinem Onkel hierher gekommen. Na, irgendwer wird uns doch wohl erzählen, wohin die beiden gegangen sind. Stumm gemacht haben sie dich ja schon. Aber ich kann dich auch blind machen. Oh, lass meine Mamita! Na, dann rede. Ja, ich sag es. Sie wollten in die Nähe von Tulpan, da wollten sie sehr viel Gold ausgraben. Genug, aufhören. Ich hab doch geahnt, dass sie noch was vorhaben. Wo liegt denn Tulpan? Gar nicht so weit. Hier ist Sepulveda, Piedras Negras und das ist Tulpan. Das sind ungefähr 40 Meilen von hier. Sie haben natürlich eine Menge Vorsprung. Sergeant, telegrafieren Sie das sofort an General Vargas. Er soll sich diesen Salvador schnappen. Hoffentlich hat er mehr Glück. Jawohl, Sheriff. Also südlich des Brunnens, 28 Schritte rechts und 34 Schritte nach links. Das ist auch Geld. Thank you.
Dein Geld, deine Maultiere und deine Pistole habe ich. Oh, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist die gar nicht mal so schlecht. Hat dir den der Nikolaus geschenkt, der Menschenlocher hier? Übrigens, vielen Dank, dass du mir das Ausgraben erspart hast. Das ist wirklich ein netter Zug von dir. Tja, wie du siehst, der alte El Salvador hat überall seine Freunde. Sollen wir den Reichen umlegen oder machst du das? Gürr, gürr. Das muss alles überlegt sein. Du mach ja nicht den großen Medizinmann, dir fällt doch sowieso nichts ein. Du hast doch den Kopf bloß, damit dir der Hut nicht runterfällt. Husch, husch in die Urne. Sei doch nicht so unfreundlich. Begrab ihn am besten lebendig. Wenn später mal so ein Altertumsauges vorbeikommt, da findet er eine Mumie mit Hut und hat den Weg wenigstens nicht umsonst gemacht. Bei mir staubt's nicht im Oberstübchen, Kumpel. Ganz im Gegenteil. Meine Birne ist mein bestes Stück. Ja. Hier, trink. Ja, so. Hm? Nein, danke. Das säufst du alleine aus. Kann ich noch ein Tütchen davon haben? Ich erwürge dich, du Halunke! In letzter Zeit ein bisschen unbeherrscht. Nur von hinten. Fest genug. Komm jetzt. Um ehrlich zu sein, das Geld entschädigt mich für alle Unannehmlichkeiten, die ihr mir bereitet habt. Es tut mir außerordentlich leid, Fürst, dass ich sie nicht so hinrichten lassen kann, wie es ihrer Person geziemt. Bei der Todesart, die ich für euch ausgesucht habe, wird die Agonie bis zum Sonnenaufgang dauern, etwa 12 Stunden. Aber dann tritt der Tod relativ schnell ein, wenn er auch außerordentlich schmerzhaft sein wird. Also, meine Herren, ich wünsche fröhliches Sterben und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Lassen Sie das, Sergeant, das geht auch einfacher. Los, los, schieb mal an. Moment. Vamos, anreiten! Vamos, anreiten! Verbrannter Kuhmist. Ihr jammert jetzt schon. Was meint ihr, was erst bei Sonnenaufgang los ist? Vielleicht regnet es noch vor morgen früh. Hier gibt's doch keinen Regen. Woher weißt du denn das? Von meinen Narben. Wenn sich das Wetter ändert, dann melden die sich bei mir. Was muss da bloß passieren, damit sich dein Gehirn meldet? Hey, du. Sag mal, was bedauerst du am meisten jetzt, wo der Ofen für dich aus ist? Dass ich dem alten Ford meine Kohlen geschenkt habe. Und du, Amigo? Ich gar nichts. Oder doch? Meine Schwester und Miguelito. Die werde ich ja wohl nicht mehr wiedersehen. Ja, das würde ich jetzt noch nicht sagen. Aus der Stellung stehen wir nicht mehr auf, oder was denkst du? Wenn du kein Optimist bist, dann bist du auch kein Bandit. Mal los. Und ich trinke dir eine Flotte. Mein lieber Franz, lass mir die Knochen kalt. Nein.
Du Storch, du. Was ist mit dir los? Willst du Kartoffeln schälen? Komm, machen wir ein Spielchen. In welcher Hand habe ich's? Was denn? Das Messer, mit dem ich dich aufschlitze. Wo ist das? Ah, Moment, das werde ich dir gleich sagen. Ah? In der, da hast du's. Falsch, ich hab's in dieser. Nein! Hinter dir! Ach ja, das ist ja noch einer. Nein, nicht aufs Kinn. Weiter unten musst du reinschlagen. Schlag unter die Gürtellinie. Voll in die Nüsse. Ist recht. Ja, hinein. Ist das herrlich. Auf jeden Fall ist die noch besser als sterben. Ja, davon bin ich noch nicht so überzeugt. Ist eigentlich recht schön hier. Ja, eben. Mach doch mal eine fotografische Aufnahme. Eine ausgezeichnete Idee. Ich werde mal meine Kamera holen und alles fertig machen. In einer halben Stunde bin ich wieder hier. Nein, warte! Wieso denn? Sag mal, hast du eigentlich eine Mutti? Eine Mutter? Na, sicher habe ich eine Mutter. Die ist zu Hause in Irland. Muss ja ein selten dummes Schwein sein. Wirklich ein reizender Empfang. Noch dazu, nachdem ihr mich sitzen lassen habt. Ach so, ich soll euch wohl losbinden. Wieso losbinden? Ach so, ja, nein, das wäre doch zu viel der Güte. Womit schneidet man diese Dinge eigentlich was, durch? Na, mit dem Messer oder nimm das Bajonett dabei. Setz die Brille dazu auf. Ah, da ist ja das Okular. Lausche mal, Schätzchen, wenn du dich ein bisschen beeilen würdest, dann würden wir nicht gerade sauer werden. Bitte mach doch, ich muss schon seit Stunden pinkeln, sonst geht's in die Hose. Und er hat nur eine. Wenn ich nur wüsste, was ich machen soll. Soll ich euch dem Lande opfern? Entweder bringe ich euch heute noch um oder befreie euch, damit wir morgen in St. Thomas sind. Was sollen wir denn in St. Thomas? Bis dahin sind wir die Hosen eingelaufen. Was ihr das sollt? General Vargas hat die Kiste mit dem Geld nach St. Thomas bringen lassen. Das ist nicht zu fassen. Wir sind tatsächlich da gelandet, wo die uns hinhaben wollte. Haltet euch gar nicht lange auf. Ich habe genug Leute mobilisiert, die auf Salvador warten. Wir treffen sie in der Stadt. Wie viele Männer werden das etwa sein? Viel sind das nicht. Ungefähr 20 Mann, würde ich sagen. Aber alles bewährte und erstklassige Banditen. 20 reichen allemal. Auch Gott ist nur mit 20 Leuten, 20 Engeln in die Hölle runtergestiegen. Mhm. Kann leider nur noch der liebe Gott zählen. Ja, für Lebendige schweben die einen guten Meter zu hoch. Nun mach, Kindchen, schieß endlich deine Bilder. Das wäre doch bestimmt ein Knüller für dein Wurschtblatt. Scheiß drauf, Hauptsache wir kommen wieder an das Gold. Lass dir mal was einfallen. Mir fällt was, ich hau ab. Nein, nicht doch, Amigo, warte. Junge, es gibt nur eine Straße hier und die führt zurück. Da würde ich an deiner Stelle langtigern, bevor sie zu ist. Als militärischer Berater lässt er nur schlechte Luft ab. Wenn du Selbstmord machen willst, dann tu das. Da hinten erwartet dich ein ganzes Regiment. Und wenn die Alarm geben, kriegen die noch ein paar hundert Mann Verstärkung. Und was wird aus dem Gold? Willst du das dem General überlassen? Ich finde lieber lebendig und arm, als tot und reich. Moment mal, du Filzlaus. Ich will dir noch ein paar passende Worte sagen. Weißt du, was du bist? Ein ganz gewöhnlicher Feigling, ein Versager, ein Schätzchen, sei doch mal ruhig, beruhige dich doch mal. Wenn du allerdings so wild und wütend wirst, bist du ja tatsächlich noch viel schöner, erstaunlich. Setz doch mal bitte für einen Moment deine Brille ab, Schnäuzchen. Ja? Ja. Ah, schön. Von der Keller hättest du eigentlich noch ein paar hundert verdient. Ah, du bist jetzt aber auch in den Arsch gekniffen, Amigo. Also zurück ist nicht mehr. In der anderen Richtung führt die Straße nur nach St. Thomas. Überredet. Aber wenn du mich bei diesem albernen Zirkus unbedingt dabei haben willst, dann muss die zarte Jungfrau auch mal ein bisschen was dazu tun. Das heißt, um es genauer auszudrücken, du lässt dir mal ein bisschen was tun. Ja. Nicht von uns, nachher bildest du dir noch irgendwelche Schwachheiten ein. Du interessierst uns nicht die Bohne, weder nackt noch angezogen.
Aber so ein altes Ferkel wie der General interessiert sich vielleicht für dich. Und das solltest du ausnutzen, denn auch du wirst immer älter, Mädel. Also nehmen wir mal an, er fliegt auf dich. Dann kannst du uns natürlich recht nützlich sein. Wie, das werde ich dir noch im Einzelnen genau auseinanderklamüsern. Du wolltest doch militärische Ratschläge von mir haben. Das waren sie. Die, was für uns tun kann, haben sie die schon fertig gemacht. Gib mal her. Die steckt den General in die Tasche. Ja, was erblickt denn mein Blauauge? Da haben sie ja das Gold. Hä? Zeig her. Tatsächlich. Aber Panzerwagen haben sie auch, mein Lieber. Na, ist das zu fassen? Die bewachen das Zeug besser als die jungfräuliche Tochter eines Bankpräsidenten. Ja, nun komm mal, du alter Zausel, sonst wirst du auch bald so bewacht. Mir fehlen die Worte. Sowas versteckt mir regelrecht die Sprache. Sie haben mich in der schmutzigsten und widerwärtigsten Weise, wie man sich denken kann, hintergangen. Auf meine Freundlichkeit und meine Bemühungen haben Sie mit einem feigen, gemeinen Attentat geantwortet. Ich werde Sie der Strafe zuführen, die Sie verdienen. Ich weiß nur noch nicht, soll ich Sie hängen lassen oder erwürgen? Auf jeden Fall lasse ich Sie foltern. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Frau zu unterwerfen. Danke, ich kenne Sie alle. Auch die zärtlichen, angenehmen Möglichkeiten? Ich fühle mich richtig nackt ohne meine Brille. Es ist mächtig warm hier drin, nicht wahr? Raus, raus! Aber schnell! Jawohl! Oh, Donnerwetter, ist das heiß hier drin. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich ausziehe, meine Kleider beengen? Aber was reden Sie? Kommen Sie, ich werde Ihnen helfen, Sie von Ihrem Zwang zu befreien. Oh ja, ich kenne diese Wärme scheußlich. Man fängt an zu transpirieren. Kommen Sie, ja. Der geht schwer auf, das mache ich lieber selbst. Ja, ja. Es wäre vielleicht besser, wenn Sie die Fenster zumachen, dann hört man nichts. Ja, ja. Ja. Los, los! Verschwindet da, verschwindet! Die Dinger sind nicht echt, die sind aus Pappmaché. Die brauchen wir für unseren Festumzug. Die bringen aber echte Totenköpfchen. Ich weiß, dass du nicht der große Salvador bist. So. Und? Wer bist du? Einer der wenigen Überlebenden, die ihn noch gekannt haben. Bin sein Stellvertreter gewesen. Mann, hör zu! Nicht doch. Mach nur weiter, das Volk braucht einen Helden. Es kann wirklich für die Leute nur gut sein, wenn El Salvador am Leben bleibt. Oh. Ist was? Oh, nichts Neues. Ich bin und bleibe ein Held. General, ich verdurste. Ist wohl möglich, dass Sie mir ein bisschen weinen wollen? Ja. Naja. Hol ich.
Auch ein Schlückchen? Möge euch der Herr beschützen, El Salvador. Ihr gebt unserem Leben wieder einen Sinn. Ja, gebe ich euch gleich. Wie wieder sauf ich das Zeug? Wie du willst, die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Morgen um die Zeit haben wir das Gold schon wieder im Sack. Oh, General, ich schäme mich so, wenn plötzlich jemand reinstürmt. Was soll der denken? Ja, was soll der denken? Das kann man ja ändern. José, ich will jetzt unter keinen Umständen gestört werden, ist das klar? Sie sind mir persönlich verantwortlich. Und wenn die Welt zusammenstürzen sollte, kommt mir keiner unter das Glied. Glied meine ich natürlich, Caramba. Weg mit dem Stacheldraht, der Zug darf durch. Wenn Luda alles so macht, wie wir es besprochen haben, dann dürften die sicher nicht von der Stelle rühren. Um die Toten zu ehren. Ehrt die Toten. Ehrt die Toten. Sie den General. Wir werden von allen Seiten angegriffen. Ich habe Befehl, ihn unter keinen Umständen zu stören. Na, wie schön. Fabelhaft. Dann übernehme ich das Kommando. Vamos! Was ist denn da draußen, General? Nichts Besonderes. Ich gebe nur mal den Panzerwagen den Befehl zum Eingreifen. General, das würde ich an Ihrer Stelle aber nicht tun. Ein General kann sich zwar dem Feind von hinten zeigen, aber nie seinen Soldaten in Unterhosen. Ja, eben. Scheiß Maschinengewehr fängt an zu stören. Ja, wie stört, nimm sie ihn weg. Ich schaff das mit der Bleispritze nicht allein. Gib mir Scheuerfutz. Ja, gebe ich dir. Beeil dich ein bisschen. Gewehrkolben einem russischen Großfürsten eine Welle ins Haar zu wichsen. Ah, ja, ja!
auf. Pfeife, solltest du da bleiben und mich decken. Naja, ich dachte, ich kann dir hier auch Feuerschutz geben, oder nicht? Oh, mit dir gehe ich noch mal zum Schützenfest. Naja, du solltest froh sein, dass ich bei dir bin. Hör dir das an! Weitermachen brauchen wir hier bald ein paar Maurer. So ist es. Und heute kommt keiner mehr, die haben Feierabend. Schleich dich ein und mach den General kalt. Aber wer macht denn sowas? Das wäre aber gut für uns. Wenn du ihn umlegst, verschwinden seine Leute. Wir wollen nie mehr auseinandergehen, du bist zu nah am Gold. Aber ohne Munition, wie du siehst. Ja, du, nichts, nichts. Hier, der hat mehr Strom in der Birne als du. Damit kannst du dich verteidigen. Aber jetzt brauche ich ihn selbst. Was sagen soll, wo ich sterbe. Spiel die Rolle weiter, denn die Leute brauchen dich. Stirb erst mal. Es lebe El Salvador! Es leben die Armen von Mexiko! Ah!
Ja doch. Hey du, wo ist Wacker? Ich bin's, bist du bescheuert? Wer ist denn ich? Großfürst Dimitri Wassilowitsch Orlowski. Setz dir mal dein Fahrrad ins Gesicht. Aha, du bist das. Warum bist du hier? Warum bist du nicht draußen und kämpfst? Die sieht nicht nur aus wie der Teufel, das ist der Teufel. Beeilt euch, wir müssen hier raus. Haben Sie dich nicht getroffen? Aber so ein russischer Fürst, dem kann doch so eine kleine MG-Gabe nichts tun. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Der Russ und El Salvador haben ein Blutvergießen verhindert. Ach, was ein Maschinengewehr nicht schafft, das schaffst du. Bitte hör auf, sonst werfe ich doch noch das Handtuch. Losoya! Losoya, wo steckst du, Strolch? Ging's noch. Komm, wir holen das Gold. Das Gold ist nicht mehr da. Das kannst du haben. Das habe ich dir gerade noch aufgehoben. Aber das ist ja auch Gold, nicht? Oder willst du sie nicht mehr haben? Dann gib sie ruhig wieder. Habe ich einen Karpfen im Ohr? Du machst Scherze oder willst du mich wieder aufs Kreuz legen? Ich habe alles unter die Leute verteilt, so wie immer. Das war doch für sie bestimmt. Ich schwör's bei deinem Autoschlosser fort. Das ganze Gold und Geld ist jetzt auf ein paar tausend Taschen verteilt. Na nun. Senor. Ich höre. Wir wollten auch dir für deine große Güte danken. Jetzt können wir endlich wieder was zu essen kaufen. Unsere Kinder müssen nicht mehr hungern. Möge der Herr dich immer beschützen. Möge der Herr dich beschützen. Deine Rolle als Salvador ist dir offenbar in die Birne gestiegen. Die Hälfte von dem Zeug gehörte mir. Jetzt hör mal zu, mein Freund. Ich habe die Reichen immer nur gestohlen, um es den Armen zu geben. Du weißt selbst, dass mir Gold, Geld und das ganze Zeug nichts bedeuten. Ich tue es nur für sie. Ich tue sogar noch mehr. Ich möchte diesen Leuten Waffen kaufen. Bedenke, was die Soldaten mit denen anfangen, wenn sie erwischen. Was sollen diese armen Menschen machen ohne Salvador? Überleg doch mal, Amigo. Wir beide könnten doch wieder von vorne anfangen. Es gibt noch so viele Banken, die geknackt werden wollen. Mit einem Idioten wie dir mache ich kein Geschäft fair. Nicht für eine Million. Der Russe lebe hoch! Hörst du, wie meine Leute dir zujubeln? Wenn du mich nochmal so erschreckst, dann lege ich dich und nicht deinen Fotoapparat um. Und da wir gerade bei diesem Thema sind, merkt dir eins. Ich gehe niemals mit leeren Händen fort. Stinktier. Werden denn die Waffen reichen, die wir abholen sollen? Ja, sicher. Ich habe 2 Wagenladungen bestellt. 300 Gewehre, 30 Maschinenpistolen. Ah, was denn noch? Naja, 20.000 Schuss Munition und ein paar Tonnen Dynamit. Wenn dieser Vargas zurückkommen sollte, dann werden wir ihn mit einem schönen Feuerwerk empfangen. Das ist ja alles leer. Salvador, wo sind denn die Waffen? Ja, wo sind die Waffen, die du bestellt hast? Der hat uns übers Ohr gehauen. Das ist Salvador, der wird uns doch nicht betrügen. Aber es sind doch nirgendwo Waffen, ich hab doch keine. Es wird nicht geschossen. Sie würden euch alle umbringen. Gegen die Übermacht habt ihr nicht die geringste Chance.
Nehmt die Gewehre runter, das ist ein Befehl von mir. Ihr sollt die Waffen weglegen, verflixt nochmal. Ich hab dir gesagt, ich gehe nie mit leeren Händen weg. Was hat dir Vargas geboten, dass du mich an ihn verrätst, du Halunke? General Vargas schätzt dich etwas höher ein als die anderen Idioten. $30,000 bekomme ich für dich. Diesmal habe ich sicherheitshalber die Kohlen schon einkassiert. Jetzt brauche ich nur noch deinen Totenschein, amigo. Warum macht ihr so belämmerte Gesichter? Das ist doch kein Abschied. Ich bleibe immer bei euch, meine Freunde. Ich kann euch zwar nichts weiter hinterlassen als meinen Namen. Das ist nicht viel, ich weiß, aber es ist alles, was ich habe. Und vergesst eins nicht. So wie ich bin, wird es wieder einen geben. Einen, der dafür sorgt, dass die Bäume der Reichen nicht in den Himmel wachsen. So, jetzt habe ich aber genug davon. Tenente, geben Sie Ihre Befehle. Legen Sie Ihre Waffen weg. Hier gleich auf den Wagen, aber schnell. Da der Mensch mal mein Freund war, darf ich die Zeremonie leiten? Danke. Abteilung, Marsch! Darf ich die beiden Soldaten mal zu mir bitten? Eine pusten. Das ist nett, ja. Vielen Dank, recht vielen Dank. Oh, ist ausgegangen. Danke. Heißen Dank. Gern geschehen. Ja. Abteilung. Gewehre laden. Legt an. Feuer! Also? Auf den dahingeschlichenen. So soll's sein. Das war mir aber eine perfekte Hinrichtung. Bedanke mich. Es ist schade, dass Sie bei der nächsten Himmelfahrt nicht dabei sein können. Es ist nämlich Ihre eigene. Ja. Ich wundere mich eigentlich, denn Sie haben alles gut überlegt und an alles gedacht, aber auf diese ganz logische Schlussfolgerung sind Sie nicht gekommen. Zunageln, aber haut mir nicht wieder auf den Finger. Es wird nicht das erste Mal sein, dass Sie sich irren. Na, wir werden ja sehen. Tja. Mit Wonne genieße ich die nächste Hinrichtung. Es mag Ihnen zum Trost gereichen, dass Sie nicht vom Pöbel erschossen werden, sondern dass es meine segensreiche Hand sein wird, die Sie jenseitig. Mein Dank wird Ihnen zeitlebens nachschleichen, wenn es auch nur noch kurz ist. Also, nehmen wir Abschied. In Gottes Namen. Denn gleich sitzen Sie auf Wolke 7, rechts vom Eingang.
Ich habe dich in Pietras Nekas am Leben gelassen, mein lieber Vetter, weil ich wusste, dass du dir das Gold wiederholen würdest. Das hast du getan. Und jetzt gehört es mir. Was ich hier lasse, wird nur deine Leiche sein, den Geiern zum Fraß. Eine ungewöhnliche Mahlzeit, der Kadaver eines russischen Fürsten. Mach die Kiste auf. Ach, das Gold ist aber leider nicht drin. Du irrst dich wieder mal, genau wie früher in Petersburg. Halt dein Maul! Ehrenwort, das Gold ist da nicht drin, das ist unter die Armen verteilt worden. Aufmachen! Stecken ja nur Platzpatronen. Ja, das ist meine Schuld. Die habe ich extra so laden lassen. Das war die einzige Möglichkeit, dich vom Erschießen zu retten. Du steckst immer noch voller Überraschungen. Aber jetzt ist die Vorstellung zu Ende, und zwar für ewig. Ja, ja, das mag schon sein. Aber was ein anständiger Bandit ist, der stirbt nur mit Hut. Stimmt's, Großfürst? Na, ausgezeichnet. Du lernst ja schneller, als ich dachte. Gestattet, meine Mütze. Tja, lieber Vetter, für mich bist du vorn. Du hast den Ballermann im Arm und ich nur die Güte im Auge. Würdest du mir großzügig gestatten, noch ein letztes Schlückchen auf meine Gesundheit zu trinken, die nun entschwindet? Von mir aus kannst du trinken, so viel du willst. Du leidest nur mehr mit einem Bauchschuss. Dunk, immer wieder dunk. Ich hier, darf ich mir noch einen letzten Kotzbalken genehmigen? Selbstverständlich, und zieh ordentlich dran. Der Zug muss ja außerordentlich lange reichen. Oh ja. Danke. Also, hoch das Tässchen. Sag mal, der Typ mit dem Eisenkragen war doch dein Vetter. Warum habt ihr euch so gehasst? Er hat mir als Kind mal ein Eis geklaut. Ich erzähl nach. So viel war denen deine Rübe wert. Deine Rede neulich hat mich gerührt. Ich habe geweint wie nach einem Zwiebelschneiden. Und ich habe geglaubt, du hast mich an diesen Schaumschläger verraten. Siehst du, wir beide leben und die Armen sind glücklich. Sie haben wieder Geld in der Hand und einen Mann, an den sie glauben. Ihren Helden Salvador. Ach du lieber Himmel, da kommt das rote Aas wieder angetragen. Freunde, eure Taten haben sich wie ein Lauffeuer rumgesprochen. Dann habe ich mit meiner Zeitung gesprochen. Die Leute sind außer sich. Alles schreit, es lebe Salvador! Ich habe aus der Story eine Serie gemacht und unsere Zeitung wird von Leuten im Osten, Süden, Norden und Westen gelesen. Mein Chefredakteur sagt, so eine Story haben wir in den letzten 5 Jahren nicht mehr gehabt. Dieser Salvador soll weitermachen. Nun habe ich mir wieder was ganz Großes Neues einfallen lassen. Ich habe mir gedacht, wenn wir drei zusammen einen Überfall auf eine Bank machen und ich darüber einen tollen Artikel schreibe, dann, für euch sind aber eine Menge Kohlen da drin. Sag mal, Schätzchen, wo liegt denn die Bank, an die du denkst? In La Tursa, etwa 100 Meilen von hier im Süden. Also schön, wenn die Erde rund ist, dann treffen wir uns da. Aber in 10 Jahren vielleicht. Diese rote Hexe mit dem Pfirsicharsch. Ihr seid ein undankbarer Haufen.